Hallo, hier ist Sina von Urbansee Kreativ, heute mit einer Idee für eine Osterkarte. Hier habe ich die Embossing-Resist-Technik angewendet und da möchte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Ich habe nämlich Fragen bekommen zu dieser Karte, wie das gemacht wird, und das ist eben die gleiche Technik und darum geht es heute. Das machen wir jetzt und dann legen wir auch gleich los. Wird gar nicht viel gequatscht. Die Karte packe ich beiseite. Um die Karte geht es. Ich habe schon einiges vorbereitet, dass wir hier nicht so viel Zeit vertun. Das ist Osterglocke. Hier habe ich mir das Ostern ausgestanzt in Waldmoos. Das ist aus den Stanzformen schön geschrieben. Die sind im Jahreskatalog drinnen. Da hat man Ostern, also alle möglichen Willkommen, Gutschein, alles Mögliche hat man da, unter anderem eben Ostern, und das passt hier sehr gut. Das habe ich schon vorbereitet. Und hier habe ich auch schon das Etikett, ein Etikett vorbereitet mit den ovalen Grüßen. Das ist eben diese Handstanze, die findet ihr im aktuellen Mini-Katalog. Und das kommt mit diesem Stempelset zusammen. Das kann man im Set kaufen, zusammen mit 10% Preisvorteil. Da habe ich jetzt diesen Stempel verwendet und koloriert mit den Stampin' Blends. Das habe ich auch schon vorbereitet. Und da nutzen wir die zauberhaften Grüße. Und zwar diese Blume und diese Blume. Und das Frohe für Ostern, weil wir wollen ja frohe Ostern wünschen und nicht nur Ostern, habe ich aus Gut gesagt aus dem zweiten Teil. Das ist dieser Stempel. Gut, dann legen wir schon mal los. Das packe ich erstmal beiseite so. Brauchen wir gleich. Wie diese Embossing-Resist-Technik funktioniert, das ist eigentlich ganz einfach. Man stempelt die... Jetzt in dem Fall die Blumen mit Versamark und embosst es nachher mit Klarlack. Man kann auch weißes Embossingpulver nehmen. Das ist ganz egal. Ich habe jetzt hier mein Versamark Stempelkissen. Das ist dieses. Dann habe ich die kleinere Blume und die größere Blume. Und da stempel ich jetzt einfach am Rand entlang. So, dann... Schauen wir mal. Ich mache jetzt so, dass ich da eben dann die kleinen Blumen auch noch ein bisschen mit drauf bekomme. So, jetzt habe ich das Versamark da drauf. Jetzt geht's, nehme ich mir das Klarlack, also den Klarlack Embossingpulver. Ich mache mir nur mal mein Stempelkissen zu. So. Ich habe jetzt hier mir ein Schmierpapier genommen, damit ich das restliche Pulver wieder auffangen kann. Jetzt schaue ich, ob hier überall was drauf ist. Da scheint noch ein bisschen zu fehlen. So. Hier hat der, kann man das erkennen? Ich weiß nicht genau. Hier hat der Stempelabdruck nicht so gut funktioniert. Hier bei der habe ich nicht ordentlich gedrückt. Hier fehlt noch ein bisschen Pulver. Hier unten fehlt auch noch Pulver. Sobald da Pulver drauf ist, kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Okay, das ist gut. Bevor ich jetzt meinen Heißluftföhn anschmeiße, tüte ich mein Pulver wieder ein. Nicht, dass mir das hier durch die Gegend fliegt. So. Das beiseite, das machen wir zu.
jetzt der Föhn. Jetzt wird es laut. So sieht das dann aus. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen antrocknen, damit ich jetzt das nicht verschmiere. Wobei das eigentlich, na, das ist schon okay, da kann man eigentlich schon loslegen. Ich habe hier gearbeitet mit den Farben Osterglocke, weil ich das auch als Farbkarton habe, und Kürbisgelb. Mit den beiden Farben habe ich mir hier so ein Blending Brush genommen. Ich habe mit der hellen Farbe angefangen. Da machen wir jetzt mal weiter. Also ich habe den hier auf dem Papier, hier kann man es sehen, das war mein Papier für die erste, für den ersten Versuch. Das können wir jetzt auch gleich mal unterlegen. Hier habe ich übrigens auch die Maße hingeschrieben von den Auflegern. Also wir haben die Grundkarte in 10,5 x 14,8. Dann den ersten Aufleger in 9,5 x 13,8. Und dann 9,1 x 13,4 ist der weiße Aufleger, den wir jetzt bestempelt haben. Und da machen wir jetzt mal die Farbe drauf. Also ich mache erstmal ein Tupfen da so auf das Papier. Und dann blende ich so über den Farbkarton. Das mache ich jetzt auch im Schnelldurchlauf. Mir hier zum Festhalten so ein Stück Papier genommen, weil ich nicht keine Fingerabdrücke drauf haben wollte. Nicht, dass ihr euch da wundert. So, jetzt habe ich den braucht man nicht mehr, den kann man beiseite legen. Das mache ich vorsichtshalber zu. Das gefällt mir nämlich jetzt schon ganz gut, der Effekt. Aber der eigentliche Effekt, der kommt jetzt erst. Man nimmt sich nämlich ein Tuch und wischt die Farbe von den Stempelmotiven einfach runter. Nehme ich hier eine Ecke und halte das nochmal fest. Und dann kommt der eigentliche Effekt zum Vorschein. Schaut mal hier. Ja. So, und das mache ich jetzt für die ganzen Stempelmotive. So sieht das jetzt aus. Und durch dieses Emboste kommt eben die Farbe von dem Farbkarton darunter zum Vorschein und wird nicht überdeckt durch diese Tinte, die wir eben aufgetragen haben. Weil dieses Emboste nimmt halt die Farbe nicht auf. Das bleibt, wie es ist. Deswegen heißt es auch Resist. Ja. So, jetzt brauchen wir es eigentlich nur noch zusammenkleben. Das machen wir jetzt mal. Ich nehme jetzt hier wieder meinen Lieblingskleber.
noch auf die Kartenbasis drauf. Und dann bloß noch ausdekorieren. Und sind wir schon fertig. Damit zur Abwechslung mal wieder ein recht kurzes Video. Muss ja auch nicht immer eine Dreiviertelstunde gehen, ne? So. Ich drücke mir das jetzt noch mal ein bisschen fest. Ein bisschen schief ist es. So, dann haben wir unser Ostern und unser Etikett. Hier habe ich noch mit dem Band in Waldmoos gearbeitet. Und diese Steinchen habe ich drauf gemacht, jede Menge Muster. Das machen wir jetzt auch. Ich schaue nur gerade, weil hier habe ich das Frohe auf einen weißen Rest Grundweiß gestempelt. Ich würde es jetzt lieber direkt hier drauf stempeln, aber ich überlege gerade, ob ich da zuerst, ich mache mal zuerst das Etikett dran. Das hier brauchen wir nicht mehr. Jetzt schaue ich nur mal, wie lang ich mein Band brauche. Bisschen länger, so. Schere, zack. Sehr schön. Habe ich hier Mini Dimensionals. Ich nehme auch gerne immer die Randstücken. Hier mache ich noch so einen kleinen drauf. Da auch. So. Da können wir das nämlich schon mal draufkleben und dann kann ich das Frohe besser ausrichten, beziehungsweise danach ausrichten, nach diesem Etikett hier. So, jetzt, das ist eigentlich ganz gut, weil hier ist nämlich das, wo der Stempelabdruck mit dem Versamark nicht so gut geklappt hat. Da kann man das direkt drüber kleben, dann fällt das gar nicht mehr auf. Super Sache. So. Jetzt das Frohe. Das stempel ich jetzt in Waldmoos. Passend zu dem Ostern. Schauen wir nur mal, dass wir es gerade hinbekommen. Ja, sehr schön. Auf das, den Spruch bzw. auf das Ostern habe ich hinten, bevor ich das durch die Stanzmaschine gejagt habe, habe ich diese, also ich blende es euch ein, ach, wie sehe ich jetzt aus? Ich blende es euch mal ein, wie das heißt. Ich habe es jetzt vergessen, diese, naja, Kleber, diesen Kleber hinten drauf, diese Klebefolie. Hoffentlich saue ich mir jetzt nicht meine Karte ein. Und dadurch brauche ich jetzt hier eben nichts drauf machen. Das kann ich jetzt einfach draufkleben und fertig. Frohe Ostern. So. Die sind ganz praktisch. Also gerade wenn man so filigrane Sachen hat wie diese Wörter oder ganz dünne Blumen, Gräser, macht sich super. Genau, dann bloß noch ein bisschen Deko hier. Und dann sind wir fertig. Schaue ich mal, was habe ich da genommen? Ich glaube, den hier. Da war es ein bisschen heller, die ist ein bisschen dunkler geworden, aber macht ja nichts. Ja.
Den machen wir dahin. Und den noch. Da. Dann haben wir eine tolle Osterkarte fertig. Ja. Dann hoffe ich, dass euch die Technik auch so gut gefällt wie mir. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Ich zeige euch nochmal die andere Karte zum Vergleich. Das sind jetzt andere Stempel gewesen, aber das Prinzip ist ja genau das gleiche. Hier habe ich nicht mit der Blending Brush gearbeitet, sondern mit, also es ist jetzt nicht ganz so toll geworden, wenn man genau hinschaut. Nicht so toll wie mit diesen Brushes. Das ist der orangene Schwamm gewesen, wo es im Runden gibt, den man dann zerschneiden kann. Das war hier. Genau. Also das sind die Ideen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und freue mich über einen Daumen hoch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Sina.